So. Und fragen, wie man jetzt mit diesen Ringen, die ich ja schon beschrieben habe, umgeht. Und das am Beispiel der Schaukel. Ja, will ich euch das jetzt einfach mal zeigen. Das ist diese Schaukel, die wir da gebaut haben. Relativ einfaches Prinzip. Wir haben einfach so eine Fließdecke in 10 cm Streifen geschnitten und haben daraus dann einfach ganz normal, wie man Haare flechtet, auch einen Zopf gemacht. Das Ganze in der Dehnrichtung, das sieht man hier, ja, das ist alles dehnbar, weil die Fließdecke in eine Richtung sich ziehen lässt, in die andere Richtung eben nicht. Die Bommeln, gut, glaube ich, weiß jeder, wie man eine Bommel macht, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, da brauchen wir nichts erklären. Wie gesagt, drei solche geflochtenen Fließdecken. Ja, das sind immer drei Streifen à 10 cm. So, dann haben wir unten einen Holzrahmen. Den haben wir aus einem alten Kleiderschrank ausgeschnitten. Ihr seht schon, wir arbeiten viel mit den Resten, die wir irgendwo finden. Damit gibt es ja letztendlich die Form vor. Das heißt, wenn Sie das, ihr könnt auch einen Hula-Hoop-Reifen dafür hernehmen. Wenn Sie eine große Schaukel machen wollt, ist das auch völlig legitim. Das ist letztendlich die Form, die vorgegeben ist. Wir haben in dem Fall jetzt ein Sechseck gewählt. Ja. Dass die Schnüre sich nicht so extrem zusammenziehen, haben wir das Ganze oben nochmal gemacht. Ebenfalls ein Sechseck und haben das einfach oben dazwischen gesetzt. Seht ihr ja. Ja. Einfach, damit die Schnüre schön senkrecht runterlaufen letztendlich. Beziehungsweise annähernd senkrecht und das nicht, ja, wie so ein Sack wird letztens. Die Bommeln, die wir dran gemacht haben, wie gesagt, das wisst ihr selber, wie man sowas macht. Die halten wir uns bloß nicht lange, die müssen wir fast täglich tauschen, weil die Katzen die sehr gerne auseinanderzotteln. Die sind ebenfalls aus Fließstreifen aus den Resten gemacht worden. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, weswegen wir immer angesprochen werden, zu dem Innenleben, diese Ringe. Wichtig, was hier an der Schaukel noch ist, diese Fläche der Ringe sollte etwas größer sein, etwas größer, wie den Rand, den ihr ausschneidet. Einfach, damit ihr so eine Wölbung dort reinkriegt. Das sieht man vielleicht, wenn man das hier auf die Höhe hält. Da bekommt ihr so eine Wölbung rein. Ja. Sonst wird das wie oben, wenn man das genau in der Größe macht, einfach gerade, wie so ein Brett. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Für die ganzen Skeptiker, dass das wahnsinnig gefährlich ist für die Katzen und die Katzen permanent hängen bleiben. Diese Löcher sind relativ groß. Ja? Die sind mit Absicht gewählt worden, diese Löcher, weil die Schaukel hängt so tief, dass von unten eine Katze, mit der die drauf liegt, spielen kann. Das ist ein Riesenspaß für unsere Katzen und verhakt hat sich da noch keiner. Ja? Also wir haben ja da viele Kommentare bekommen, die recht kritisch deswegen waren. Da danken wir auch dafür, weil nur dann können wir euch erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Wie gesagt, hier passiert eigentlich nichts. Also wir haben 8 Tiere im Bestand und keiner hat sich bis jetzt daran irgendwie in irgendeiner Form verfangen. Ja? Gut, jetzt kommen wir mal zu diesen Ringen. Dazu hängen wir mal das Telefon auf. So. Das ist die Arbeitsfläche von Maine Coon. Hier entsteht letztendlich alles. Hier versuchen wir, ja, all die Sachen irgendwie zu realisieren, die uns so einfallen. So. Gut, wir haben die einzelnen Ringe, die hatte ich ja schon gezeigt, wie man die baut. Das ist ein anderes Video. Schaut es euch einfach an. Um das ganz genau zu zeigen, diese Ringe haben, wenn man die abgeschnitten hat, letztendlich zwei Seiten. Ja, Kamera, Schärfe, wie man das hier sieht. Die nach innen abgeschrägten Seiten, wenn ihr das Ganze zusammenknotet nachher, sollten die Ringe immer in der gleichen Lage sein. Ja, ganz einfach, wenn man das immer im Gegensatz, dann wird das ziemlich steif, das Ganze, und lässt sich kaum nachher formen, wenn das erstmal verwickelt worden ist. Wenn ich das aber so mache, habe ich die Möglichkeit, nachher diese Wölbung sauber hinzukriegen. Das zeige ich euch nachher noch an einem anderen Beispiel. Wir haben dann einfach aus Vlies so ein paar Streifen, die wir dafür hernehmen. Ja. Am besten die Streifen auch immer in Ziehrichtung vom Vlies ausschneiden. Ja.
zum Beispiel hier. So lässt sich es am leichtesten knoten. Ja? Dann legt ihr euch das einfach aus. Wie gesagt, alle immer die gleiche Richtung und dann wird das Ganze einfach so zusammengeknotet. Ja. Das ist alles. Mehr machen wir an der Stelle nicht. Ja. Und das mache ich so lange. Hier muss dann jeweils immer zweimal geknotet werden. So lange, bis ich dann letztendlich die Form habe, die ich brauche. Ob nur rund oder wie in dem Fall jetzt sechseckig. Das entscheidet nachher der Ring, den ihr macht. Und die Größe ebenfalls. Das einfach komplett verknoten. Das wäre jetzt ein etwas größeres Sechseck. Ja. Ist aber für unsere Katzen, für die Kunis jetzt immer noch viel, viel, viel zu klein. Man kann auch, wenn man das möchte, wenn man jetzt keine so eine Schaukel bauen will, baut man sich einfach eine Hängematte. Das ist auch relativ einfach. Ich hole mir aus dem Wald ein Stück Holz von ungefähr 50 cm. Jetzt kann ich jetzt was da ab. Genau. Und dann baue ich das auf genau die Länge, die ich halt brauche. Verknote das alles schön sauber. So. Hier ist es dann wichtig, dass ich 5 Reihen habe, damit die Enden alle auf einer Höhe sind. So. Das mache ich eben dementsprechend noch ein Stück länger. Und dann hole ich mir ein Holz und verbinde das nachher ebenfalls rechts wie links. Ja. Und dann kann ich das entweder aufhängen an der Decke oder ich baue halt so ein Kreuzgestell drunter und mache eine richtige Hängematte draus. Das ist aber ein Projekt, das folgt später. Das ist auch schon in Arbeit. Jetzt haben wir hier einfach mal schon ein Stück, wo ein bisschen mehr zusammengeknotet worden ist. Da seht ihr das. Ja, hier haben wir einfach schon mal angefangen. Danach schneidet ihr euch aus dem Vlies in Ziehrichtung wieder so, ich sag mal, 2-3 cm breite Streifen ab. Macht sie nicht zu lang, weil das wird dann irgendwann lästig, wenn man das alles immer durchfädeln muss, durch die Ringe. Seht ihr gleich bei mir, das ist ein vorbildliches Beispiel, viel zu lang. Habe ich schon mal angefangen. Es wird einfach verknotet an irgendeinem Ende. Und dann fängt man an. Da sind wir. Gar nicht so einfach, wenn man es selber macht mit der Kamera. Ja. Und dann fängt man einfach an, das sauber zu wickeln. Ganz einfach. Also wir haben da nicht das Rad neu erfunden oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach ein Umwickeln. Und dieses Umwickeln ist einfach, um die Tiere zu schützen, weil diese Blechringe natürlich, auch wenn der Dosenöffner die scharfen Kanten umbiegt, sodass es eigentlich nicht mehr scharf ist, aber es bleibt halt doch immer mal an Spann stehen. Damit schütze ich eigentlich letztendlich die Katze. Ja? So. Und dann wird das einfach gewickelt, gewickelt, gewickelt. Das ist eine Heidenarbeit. Ja, und bei der Schaukel da drüben mit über 70 Ringen, da sitzt man dann schon ein paar Minuten dran, um das komplett fertig zu wickeln. Ja? So, schauen wir mal hier, genau. Durch dieses Wickeln bekommt ihr eine wahnsinnige Stabilität rein. Das werdet ihr merken, wenn ihr erstmal 3, 4, 5 Ringe zusammengewickelt habt, dass das wahnsinnig straff wird, das Ganze. Also nicht zu locker wickeln. Das soll auch straff sein, damit es dem Ganzen nachher gescheit Halt gibt. So. An den Stellen, wo 3 Ringe zusammenkommen, ist der wichtigste Punkt. Ja, jetzt komme ich hier gerade ran. Ist der wichtigste Punkt, dass ich einmal hier rüber gehe, um das richtig straff ranzuziehen. Richtig straff. Aufpassen, dass die Ringe dabei nicht übereinander rutschen. Ja,
So, dasselbe mache ich dann rüber zum dritten Ring. Hier ist jetzt genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Es ist übereinander gerutscht. Das kann ich mir jetzt nochmal zurückziehen. Später ist es unmöglich, weil das nachher so straff ist, dass ihr das nie wieder zurückgewickelt kriegt, zurückgezogen kriegt. Ja. Jetzt wieder die Verbindung zwischen drei Ringen. Aufpassen, dass sie nicht übereinander liegen, sondern aneinander stoßen. So. Und so habt ihr im Prinzip die ersten zwei Kreuze schon fertig. Mehr ist es nicht. Rein technisch ist es absolut einfach und ja, unkompliziert. Es ist halt bloß vom Wickeln her ein irrsinniger Aufwand. Ne? Und ich sag mal so, wenn man die Geduld nicht hat, dann wird es schwierig. Weil es dauert wirklich geraume Zeit, bis man so weit ist, dass man diese Fläche von etwas mehr als 70 Ringen fertig hat. Wenn ihr dann eure Form fertig habt, das heißt ein Kreis, ein Achteck, ein Sechseck, was auch immer ihr für Formen da kreieren wollt, oder von mir aus auch ein Iglo, auch das ist möglich. Ja. Dann verbindet sie einfach die Ränder mit diesem Rand. Mit diesem Holzrand, mit dem Hula-Hoop-Reifen, wie auch immer. Ebenfalls mit solchen Knoten. Ne? Und wickelt dann diesen Holzrand, wie ihr das jetzt im Video da drüben ganz am Anfang auch gesehen habt, einfach mit ein. Das zeige ich euch jetzt nochmal. So, komm mit Telefon. So, wird einfach nachher mit eingewickelt, so dass diese Verbindung extrem stabil wird. Ja. Wenn man jetzt hier drauf schaut, ja, hier zieht sich und biegt sich nichts mehr. Wenn die Katze drauf sitzt, das Einzige, was sich hier noch dehnt, sind, wie gesagt, die Zöpfe. Wenn man das Vlies in andere Richtung schneidet, sodass es sich nicht dehnt, dann hat man eine stabile Schaukel, die sich jetzt nicht senkt, wenn eine Katze reinspringt. Für uns war das aber gewollt. Wir wollten, dass die Schaukel, wenn keine Katze drin sitzt, durchaus in einer moderaten, optisch gut ausschauenden Höhe hängt. Ja. Und wenn dann ja, 5, 6, 7, 8, 9 Kilo Katze drin hängt, dann hängt das Ganze ungefähr einen halben Meter tiefer. Und die Katzen können miteinander spielen. Ja. Der Zopf, der daneben hängt, ist einfach ein Spiel für unsere Katzen. Den ziehen die sich ebenfalls bis runter, wenn man hier mal schaut. Ja. Den ziehen die sich bis auf den Boden. Und der räumt sich quasi selber wieder auf. Das ist das Gute, wenn man das genau so macht. Mit den Ringen geht halt noch einiges mehr. Wir haben das nächste schon, das hat sich bei diesem Dosenvideo schon angedeutet. Das nächste schon in Arbeit, das stelle ich mal gerade rauf. Da sieht man auch nochmal, dass wir das einfach mit dem Holz verbinden. Das wird, wenn es denn mal fertig wird irgendwann, ein Spieltunnel, kein Rascheltunnel oder sonst irgendwas, sondern ein Spieltunnel für die Katzen. Das ist jetzt ungefähr, ich sag mal so, ein Viertel bis maximal ein Drittel von dem, was es mal werden soll. Hier seht ihr das wieder, ein Holzrahmen aus einer alten Schrankplatte ausgeschnitten. Ja, haben uns die Füße unten, ja, einfach mit der Stichsäge ausgeschnitten, vorher aufgezeichnet, mit zwei Tellern, einem Pizzateller und einen normalen Teller, so dass wir inneren und äußeren Rand zusammen haben. Ja. Und dann seht ihr wieder hier, das Ganze ist einfach eingewickelt. Ja. Und fertig. Wie gesagt, von dieses komplette Bauteil wird es dann nochmal geben, so dass das im Prinzip geschlossen ist und ein Viereck ist. Und so ja, haben wir uns dann eingebildet, dass wir die Eingänge ausprägen. Hier kann ich euch jetzt schon sagen, das allein sind schon etwa 500 Ringe. Also da muss die Katze schon einiges futtern, damit sie diese ganzen Futterdosen zusammenkriegt. Das sieht bei uns so aus, dass wir ungefähr 18 bis 20 Dosen am Tag brauchen. Deswegen kriegen wir das relativ schnell zusammen. Ja, und die Katze soll dann da rein. Und die drinnen ist, kann nach draußen bratzen, zu denen, die draußen langlaufen.
Oder. Eine weitere Variante, die uns zu dem Ding dann noch eingefallen ist, nachdem wir dann das Bauteil hatten, war zum Beispiel, wer den Platz am Boden nicht hat, kann das Ganze durchaus auch an der Wand positionieren. Vernünftig festgemacht. Oder was wir auch in vielen Katzengruppen gesehen haben, das Ganze an der Decke. Dass viele haben gewisse Laufstege und sowas an der Decke. Und genau diesen Tunnel an so einer Holzdecke, denke ich, könnte auch ganz nett ausschauen. Wenn man das Ganze lang genug macht. Man sieht seine Katze, man hat davon was. Und man sieht auch den Spaß, wenn man halt reinschauen kann. Na? So. Oder. Jetzt hoffe ich, dass das für euch als Erklärung jetzt erstmal zu dem Thema dieser Ringe gereicht hat. Und ich euch nicht die Hoffnung komplett zerstört habe, dadurch, dass es halt ein Stück Arbeit ist. Aber wenn ich sehe, was ihr alles so produziert, was ihr baut für eure Katzen, dann denke ich, dass das für euch auch nicht zu viel sein wird. Und man kann das auch ganz gut vom Fernseher machen. Und bei diesen Wickeln gibt es irgendwann so einen Automatismus, der sich einschleicht in den Händen. Das ist mal von der anderen Seite hier, die Ecke ausgebildet wird. Aber das, wie gesagt, ist ein Projekt, das ist noch nicht fertig. Die Hängematte ist auch noch nicht so weit. Aber das wird es alles in naher Zukunft geben. Wie ich es bei anderen Videos auch schon gesagt habe, ich bitte darum, wenn ihr Kritik habt, schreibt sie ruhig bei YouTube in die Kommentarleiste, zum Video natürlich. Und nicht einfach nur ein Gefällt mir nicht machen, weil wir wissen dann nicht, was euch nicht gefällt und können es echt beim nächsten Mal nicht besser machen. Und dementsprechend, wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt bitte rein, warum nicht. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, hat euch ein bisschen geholfen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wie immer wäre es nett, wenn ihr einfach mal Projekte, die ihr verwirklicht habt, auf die Art und Weise einfach mal uns dann postet oder per PN schickt, wie auch immer ihr das machen wollt. Ja? Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Jetzt ist es mittlerweile kurz vor 12. Jetzt schicke ich das Video noch online, damit ihr Beschäftigung für die Woche habt. Ciao!